Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Neriana, Kardinal, Bioenergietherapeutin und Heilmedium. Ja, und heute geht es mal um die Zukunft schon wieder. Es ist einfach dieses Thema, was uns so sehr interessiert. Und ich weiß auch, dass im Moment viele Menschen ja so traurig sind, gerade auch, weil sie so eingeschränkt sind durch diese großen Veränderungen, die im Moment stattfinden, und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie es denn jetzt tatsächlich in Zukunft werden wird. Und ich werde nachher im Channeling Jesus dazu befragen. Ich habe keine Ahnung, was er uns sagen wird, aber ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Botschaft und freue mich schon darauf. Ich hatte ja in letzter Zeit einige Telefonate mit meinen Kunden, also mit euch. Und da war eine Frau dabei, die hat gesagt, seit den Lockdown ist sie nicht mehr so oft rausgegangen und hat auch so ihre Bekannten eigentlich gar nicht mehr treffen können. Und ich glaube, es geht vielen von euch so. Und dadurch ist so eine gewisse Vereinsamung eingetreten, die doch für manche Menschen sehr schwer ist. Gerade, denke ich, wenn die Menschen älter sind, weil wenn sie älter sind, dann können die auch nicht so sehr mit der Technik umgehen, und außer telefonieren bleibt da jetzt gar nicht mal so sehr viel, denn viele getrauen sich auch nicht raus. Natürlich gibt es auch die anderen, die sich darüber hinwegsetzen und trotzdem rausgehen. Aber ich möchte jetzt mal die Menschen ansprechen, die also wirklich darunter leiden. Und vielleicht gehörst du da ja dazu. Und möglicherweise bekommen wir auch nachher ja von Jesus eine große Hilfestellung, dass uns das nicht mehr so schwer fällt mit dem Leiden. Es ist halt auch wirklich die Zeit des Umbruchs. Und ich weiß noch, ich kann mich genau daran erinnern, wir hatten früher, vor ein paar Jahren, hatten wir auf diese Zeit gewartet. Und wir haben uns immer alles Mögliche ausgedacht oder vorgestellt, wie es denn eigentlich sein wird. Aber das hat mit dem, so wie es jetzt ist, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und ja, oh Gott, und das ist wirklich also für viele von uns sehr schwer zu ertragen. Und auch wenn ich jetzt an unsere Kinder denke in der Schule, diese ganzen Regelungen, die sind sowas von heftig und auf der anderen Seite auch so übertrieben, dass viele Menschen ja und die Kinder auch darunter leiden und sich dadurch ja auch neue Krankheiten bilden. Das darf man überhaupt nicht vergessen oder übersehen. Und im Moment wird der Fokus eigentlich da gar nicht so drauf gelegt. Das ist dann eher ein Problem, was dann noch auf uns zukommt. Und ja, meine Lieben, das ist also wirklich eine sehr schwierige Zeit im Moment. Und ich bin da für euch, ich bin da für dich. Ich gebe die Botschaften und die Energien der geistigen Welt weiter, einfach dafür, dass wir die Hilfe spüren und Erleichterung bekommen in unserem Alltag. Und so freue ich mich jetzt auf das Channeling, und danach werde ich noch mal kurz darüber sprechen, einfach um es vielleicht zu vertiefen und zum Erfahren, was jetzt da wirklich gesagt wurde, denn manchmal spricht die geistige Welt ja auch zwischen den Zeilen, und die Energien zwischen den Worten sind viel wichtiger noch als das ganze Channeling. Ja, und ihr dürft mir auch gerne eure Erfahrungen mit der Botschaft unter das Video in den Chat schreiben. Ich werde sie alle lesen und auch beantworten, wenn es sein soll. Und ja, ich sage einfach jetzt, genießt die Botschaft und denkt immer daran, du bist nicht allein. So, jetzt sprühe ich mich erstmal ein. Ich habe hier ein schönes Jesus-Aura-Spray.
Das ist besonders jetzt gut für die Öffnung, weil ich mich ja öffne. Ich fange jetzt schon an, mich einzustimmen. Mein Kanal geht auf. Und die Engel ziehen schon ein. Sie ziehen auch bei dir jetzt ein in diesem Moment. Und jetzt nehme ich mir kurz ein paar Momente noch Zeit, um mich direkt einzustimmen. Ich erde mich mit der Smarana-Erdung. Ich hülle mich ein in die Schutzkugel von Smarana. Und jetzt verbinde ich mich mit Jesus, mit der geistigen Welt. Ich bitte um die Botschaft von Jesus. Und ich bitte darum, dass diese Botschaft für alle zum allerhöchsten Wohle sein wird. Und wir alle sind jetzt in einem geschützten Raum, sodass die Klarheit der Worte und die Klarheit der Energien direkt zu dir fließen kann. Jesus spricht durch Nirjana zu dir und ich hülle dich ein mit der bedingungslosen Liebe und mit meinem Schutz. Mit den Worten von Smarana begrüße ich dich, denn sie tragen die Erinnerung an meinen Vater und so fließt ebenfalls diese Energie zu dir. So stehe ich nun vor dir, wie ich einstmals von einigen vor euch gestanden habe, als ich inkarnierte auf der Erde. Vielleicht fühlst du jetzt in diesem Moment meine große Liebe und meine Gegenwart. Ich möchte dir versichern, dass ich bei dir bin. Du brauchst mich nur zu rufen und in diesem Moment lege ich meinen Arm um deine Schultern und du fühlst meine Nähe. Und in diesem Moment fließt ebenfalls meine große Liebe zu dir. Ich gebe dir Trost und ich gebe dir Heilung und ich gebe dir das Gefühl, dass du niemals alleine bist. Ich zeige dir, dass ich bei dir bin. Und ich führe dich, wenn du es erlaubst, zu meinem Vater, zu Gott. Denn dort wirst du zusammen mit mir die allergrößte Liebe empfangen dürfen. Es ist die vollkommene Liebe Gottes. Und es sind die Felder von Smarana, welche sich jetzt in diesem Moment für dich öffnen. Und wenn du mir die Erlaubnis gibst, werde ich dich nun auf direktem Weg zu Gott Vater führen. So spreche mit deiner inneren Stimme ein Ja aus, denn in diesem Moment nehme ich dich bei der Hand. Ich nehme dich an meine Hand und ich führe dich hindurch durch die Wirklichkeit direkt zu Gott Vater in die Räume der unendlichen vollkommenen Liebe. Und hier bist du willkommen, hier wirst du empfangen mit dem Kuss der Liebe, welchen du von Gott Vater bekommst. Er küsst dich auf die Stirn, so fühle jetzt diesen Moment. Und wenn du magst, dann lege jetzt deine Hände in seine Hände
um zu spüren, dass er und ich, dass wir beide immer für dich da sind. Dass eigentlich nur eine Bitte von dir ausreichend ist, um uns zu rufen. Und dann wird sofort Gott Vater bei dir sein. Spüre jetzt die Nähe, spüre seine Nähe und lasse dich von seiner Liebe tragen. Lege deine Hände auf dein Herz und spüre, wie tief diese Liebe jetzt zu dir fließt. Spüre, wie dich diese Liebe tröstet, wie sie dich streichelt und wie sie dir sagt: Mein liebes Menschenkind, ich bin bei dir. Vertraue an die höhere Liebe, vertraue deinem höheren Bewusstsein und vertraue den Impulsen deines Herzens. Denn sie führen dich hierher zu mir. Und immer, wenn du Jesus anrufst, dann bitte ihn, dass er dich direkt hierher zu mir führt. Denn hier erhältst du Hilfe. Hier bei mir erhältst du Unterstützung und ganz viel vollkommene Liebe, sodass du von deinen Sorgen und Zweifeln, von deinen Nöten erlöst wirst. Und so gebe ich dir nun ein wenig Zeit, damit du direkt mit mir sprechen kannst. So spreche jetzt mit deiner inneren Stimme die Worte aus, die du mir schon so lange sagen wolltest. Ich werde jedes Wort liebevoll in meinem Herzen begrüßen. Und so spreche nun. Ich sehe,
dass bei manchen von euch Tränen geflossen sind. Dies sind die Tränen der Erlösung, die Tränen, welche dich frei machen, befreien von allem, was dich so sehr belastet. So lass es ruhig geschehen. Ich nehme jede einzelne Träne von dir in meine Hand und ich küsse dich dafür, dass du dich geöffnet hast. Denn diese Öffnung ist die Heilung, ist die große Heilung für dich. Je mehr du dich öffnen kannst, umso tiefer können die Energien in dir für die Heilung wirken. Und so spüre Smarana, spüre meine Nähe, immer, wenn dir danach ist. Jesus steht jetzt vor dir und Jesus blickt dir in deine Augen voller Liebe. Und er sagt zu dir, ich bin immer bei dir, rufe mich, wenn dir danach ist, ich führe dich gerne in die Smarana-Felder der unendlichen Liebe, damit du von Gott getröstet wirst. Und hadere nicht mit deinem Schicksal, denn du hast es dir selbst ausgesucht. Und so kannst du es auch selbst bestimmen, was in Zukunft für dich geschehen wird. Jesus und der liebe Gott, wir sind bei dir, um dir zu helfen und dich zu begleiten. Und so nehme nun einen tiefen Atemzug und spüre, wie sich die Energien jetzt in dir ausbreiten, wie sie durch deinen Lichtkörper fließen und wie Liebe von Liebe berührt wird. Die Engel beginnen zu singen. Sie singen Smarana, du bist nicht allein. Smarana, fühle Nähe, die Nähe Gottes, fühle die vollkommene Liebe, welche immer ist. Mein liebes Menschenkind, und so trage ich dich nun sanft in deine Dimension zurück. Ich nehme dich bei der Hand und ich führe dich direkt in dein Zuhause. Aber du weißt ganz genau, dass ich auch, wenn wir uns jetzt verabschieden, immer bei dir sein werde und dass du mich jederzeit rufen kannst und ich immer für dich da bin. Und so komme nun wieder in dein Hier und Jetzt zurück, währenddessen ich mich verabschiede und energetisch bei dir bleibe. Smarana. Oh Gott, das war ja jetzt ganz heftig. War total intensiv und oh, es war so schön. Oh, also, ich habe ja auch während dem Channeling mit Gott gebetet und ich habe mich bedankt dafür, dass ich dies heute für euch tun darf. Und dass ich als Kanal euch dienen darf, dafür habe ich mich bedankt. Und ich habe auch gebittet und gebeten darum, dass diese Botschaft all die Menschen erreichen wird, für die es wichtig ist. Und in diesem Moment geht so ein riesig großes Feld der Liebe auf. Und in diesem Feld der Liebe, da seid ihr alle drin. Da ist jeder drin, der dieses Video anschaut und die Worte hört. Das ist das Bild, was ich bekommen habe. Das ist so schön. Also, ich wünsche euch allen ganz viel Gutes, ganz viel Liebes. Haltet durch, denn nach dieser Zeit kommt was besonders Schönes.
Nach dieser anstrengenden Zeit werden wir belohnt für alles, was wir jetzt durchmachen. Und deswegen ist es wert, dass wir in dieser Zeit durchhalten und uns immer wieder an unsere Bestimmung, an Gottes Nähe erinnern. Und mit diesen Worten wünsche ich dir eine ganz angenehme, leichte Zeit. Bleib im Vertrauen und bleib in der Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ich hab dich lieb. Ich hab euch alle lieb.